Zuschauer. Herzlich willkommen zum zweiten Interview. Das erste Interview haben wir eben schon aufgenommen. Wer es noch nicht geschaut hat, kann es sich gerne noch anschauen. Wir würden uns darüber freuen. Und jetzt kommt ein weiteres spannendes Thema. Und zwar das Thema Eigenkapital. Das ist tatsächlich die Frage, welche mir am häufigsten gestellt wird. Gerade von jungen Leuten. Sie wollen einsteigen ins Immobiliengeschäft, langfristige Investments tätigen. Aber es geht halt nicht immer ohne Eigenkapital. Man kann bezahlen mit seiner Bonität. Man kann aber auch bezahlen mit Eigenkapital. Und die Bonität kommt in Frage, wenn man zum Beispiel fertig studiert ist und gutes Einkommen hat. Bei den ersten paar Investments geht das. Aber irgendwann sagt die Bank, Eigenkapital ist erforderlich. Aber wie sehen Sie das? Wie weit kann man da gehen ohne Eigenkapital bei Investments? Kann es da sowas wie eine Nachschusspflicht irgendwann mal geben, wenn der Markt sich verändert oder nicht? Also das muss ich mindestens mitbringen an Eigenkapital, die Kaufnebenkosten. Also die sollten schon da sein, ja. 10-15%, die muss man auf jeden Fall mitdenken. Und wenn man dann nicht zu 100% die Immobilie finanzieren will, vielleicht finanziert es die Bank einfach auch gar nicht zu 100%, dann hat man mal die Frage, wie viel vom Kaufpreis will ich denn mitfinanzieren? Ich glaube, manche machen so bei der ersten Immobilie auch so den Fehler, dass sie zwar sagen, so 10-20% vom Kaufpreis, das habe ich ja, aber dann lassen sie die Kaufnebenkosten außen vor. Mhm. Und die sind ja halt mit 10-15% schon auch relevant. Ja. Ich würde immer mit so ein bisschen Eigenkapital versuchen zu finanzieren, einfach weil man dann besser schläft, man ist unabhängiger und man kriegt ehrlich gesagt aber auch die besseren Konditionen. Ja, weil die Bank das natürlich honoriert, wenn man nicht bis unters Dach die Immobilie belastet, sondern wenn man halt mit einem halbwegs vernünftigen Eigenkapitalansatz arbeitet. Jetzt fragen natürlich viele, gerade auch Jüngere, ja, jetzt bin ich, ist jung berufstätig, so richtig Zeit zum Ansparen hatte ich noch nicht, woher nehme ich es denn? Also ich glaube, viele, die jetzt auch so ihre eigene Immobilie, so das Eigenheim kaufen würden, ja, was machen die? Ja, ehrlich gesagt, die fragen Oma und Opa, ja, und die fragen die Tante und sagen, hast du nicht mal 10.000 Euro, ich würde gerne was kaufen. Und ich glaube auch, mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt so im Familienkreis fragen würde, ich möchte meine allererste Eigentumswohnung kaufen, als kapitalgedeckte Altersvorsorge, damit ich heute spare, damit ich morgen was habe. Also welche Großtante sagt nicht, Mensch Junge, dann helfe ich dir dabei. Ja? Das ist ja anders, als wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen jetzt einen Surfurlaub machen, Tante, hast du wieder für 5.000 Euro. Ich glaube, das geht schwieriger. Ja? Aber wenn man sagt, ich möchte meine allererste Immobilie kaufen, ich glaube, da gibt es auch im Familienkreis, ganz ehrlich, schon den einen oder anderen, der sagt, würde, eine tolle Entscheidung. Mensch, der übernimmt Verantwortung. Ja, das heißt ja auch sparen und unternehmerisches Risiko eingehen. Ja. Also gucken, wie man das Eigenkapital zustande bekommt. Wenn man keins hat, auch keine Immobilie kaufen, da muss man einfach warten. Ja. Die Party ist halt nicht für alle machbar, muss man auch klar sagen. Denn was wäre, wenn man zwar in einer sehr guten Marktphase einsteigt, aber quasi gar kein Eigenkapital hat, ja, dann bin ich völlig abhängig von der Bank. Ja, und die sind möglicherweise heute freundlich, morgen aber nicht mehr so freundlich, wenn vielleicht die eigene Einkommenssituation nicht mehr so gut ist, wenn die persönliche Bonität nicht mehr so läuft. Selbstständige haben ja häufig so einen Zickzack im Umsatz. Ja, keine Ahnung, wie es Berufsleben so spielt, gebrochene Erwerbsbiografie. Heute sind wir super gut im Geschäft, morgen ist es eher weniger. Dann sagt die Bank, zeig mir mal die Umsätze der letzten 3 Jahre und wenn die dann nicht mehr so gut waren, ja, und die Immobilie vielleicht auch nicht so richtig performt hat, ja, dann sagt die Bank, jetzt mach mal eine Nachbesicherung, zeig mir mal, wo deine Liquidität ist und wenn es die nicht gibt, dann ist halt nicht geschickt. Also man braucht dann einen Grundstock an Eigenkapital. Wenn man dann gerade von der Tante oder vom Onkel sich das Eigenkapital geholt hat, dann wird es dann schon kritisch eventuell, oder? Also klar kann man, wenn man es 3 Jahre gut geht, aber schon 15% getilgt, wenn es ein gutes oder 20 oder vielleicht sogar auch 30, wenn man ein gutes Investment hat. Und anstatt irgendwas zu machen, Urlaub mit den Einnahmen von der Miete, dann kann man lieber mal zur Seite legen und sonderzählen, wenn es hart auf hart kommt. Klar, ich würde ja immer sagen, also Tilgung ist ja Wertschöpfung. Ja. Ja, also was ist eine Ausgabe, das sind die Zinsen. Aber Tilgung, das übersehen ja, oder übersehen manche, das ist ja direkte Wertschöpfung, weil es einfach Stück für Stück für Stück in mein eigenes Portemonnaie wächst, das Haus. Es gehört immer weniger der Bank und immer mehr mir. Also ich freue mich immer am Jahresende, wenn ich sehe, diese Kapitaldienstabrechnungen kommen dann ja immer so zum 31.12. Und dann sieht man, wie das Darlehen jetzt kleiner geworden ist. Ja? Und ehrlich gesagt, das ist ja super. Das ist ja direkte Wertschöpfung. Also um so viel bin ich ja zumindest vermögender geworden, ganz unabhängig davon, wie die Immobilie sich im Wert verändert hat. Und ja. Deswegen, ich glaube, allein die Tilgung als Ziel
ist ja schon ausreichend genug, um sich mit einer Kapitalanlage Immobilie zu beschäftigen. Ja, man muss gar nicht immer erwarten, dass sie das gleich verdoppelt und verdreifacht im Wert. Das wird auch nicht immer so funktionieren, weil die Märkte jetzt halt auch nicht mehr ganz so bullisch wahrscheinlich sind wie in den letzten 10 Jahren. Ja, insofern, früher war das auch so, war das Hauptziel, eine Tilgung von der Wohnung hinzukriegen, die man sie kauft. Und das ist sie auch wert. Ja, und dann finanziert man die für 10, 15, 20, 30 Jahre, je nachdem, wie viel Tilgung dann möglich ist. Und das ist super. Also ich persönlich halte es sogar für realistisch, dass die Immobilienpreise noch deutlich mehr ansteigen. Weil ich habe ein paar internationale Beispiele, wo ich selber gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, krass, das hätte ich nie für möglich gehalten. Zum Beispiel in Los Angeles war ich, da war ich in einer Wohnung, die Wände, die waren dünner als hier, die tolle Abdeckung. Das war echt ein Papphaus. $750.000 für 30 Quadratmeter, in einer guten Lage, muss man dazu sagen. Und ein anderer Bekannter von mir, der hat in London angefangen damals mit seinem Berufsleben, das ist auch schon etwas älter jetzt, ist £75.000 hat er sein Investment, sein erster Eigentumswohnung, wo er selber gewohnt hat, kann man nicht Investment sagen eigentlich, aber die hat er sich gekauft. Irgendwann ist er nach Deutschland gekommen und ein oder zwei Jahre später war der Preis 175. Damals Jugendlicher war, hat er gedacht, okay krass, 175 ich verkaufe. Und dann habe ich ihn gefragt, oh, wie viel ist heute wert? Und dann hat er gesagt, ja, 750. Und in der Krise ist es gefallen auf 550. Also immer noch richtig hoch. Und solche Preise haben wir in Deutschland ja noch nicht für. Ja, also ich bin auch totaler Optimist. Also schon immer, sonst wäre ich ja nicht selbstständig Unternehmer. Ich glaube auch, dass wir im wirklich spannendsten Markt überhaupt sind, den es gibt, nämlich den Immobilienmarkt, weil er so chancenreich ist. Ja, aber die Welt besteht halt nicht nur aus Los Angeles und London. Ja. Ja, also wenn wir jetzt in Wanne-Eickel sind oder in Castrop-Rauxel, das ist halt nicht London. Eben. Ja, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Also ist alles London? Nein. Ja, und es gibt natürlich auch so ein paar Top-Metropolen. Also da ist der Markt schon jetzt echt stark angezogen. Entwickeln die sich jetzt jedes Jahr um plus 10%? Nein. Ja, wahrscheinlich auch nicht. Also auch da wird sich die Kurve irgendwann abflachen. Ja, und es gab so einen Nachholeffekt. Ja, da haben die Preise halt so richtig angezogen. Ob das jetzt immer die nächsten Jahre so verlaufen wird, würde ich davor warnen. Ja. Also wenn die Immobilienpreisentwicklung weiter positiv ist, ist super. Ja. Aber ehrlich gesagt, ich brauche gar keine große Wertsteigerung, wenn ich jetzt heute die Wohnung für 100 einkaufe. Ja. Und ich tilge die jedes Jahr um 2-3%. Dann ist die 98, 96, 94 wert. Ja. Dann ist sozusagen der Schuldenstand immer niedriger. Und dann ist es mir nach ein paar Jahren ehrlich gesagt egal, ob die jetzt 100 kostet oder 110 oder 120. Klar, nice to have, das ist super, wenn die Wohnung nachher 20% teurer ist. Aber ich brauche das nicht unmittelbar. Ich würde immer ohne diese Wertsteigerungsfantasie kalkulieren, sondern nur mit der Tilgung. Und wenn dann eine positive Wertentwicklung kommt, dann ist es super. Ja, was wir uns natürlich auch erhoffen. Aber ich würde jetzt nicht meinen Business Case darauf aufstellen. Ja, also wenn man das nachher mitnimmt, dann hat man Glück gehabt. Aber vielleicht gibt es auch mal eine Marktkorrektur nach unten, also mit einer Zinswende, es gibt eine Finanzkrise, was auch immer. Das ist gar nicht auszuschließen, dass es dann auch mal so eine Marktberuhigungsphase gibt, wie man das an der Börse auch kennt. Ja, also Aktienkurse haben sich immer hochentwickelt und plötzlich gibt es so eine Marktkorrektur. Dann rutscht der Markt ein Stück weit nach unten, obwohl die Fundamentaldaten noch alle gleich sind. Ja. Und da muss man das aber auch aushalten können, dass der Markt so ein bisschen nach unten gerutscht ist. Ja. Und ist aber auch keine Schande, denn wir reden ja von einer vermieteten Wohnung. Der Mieter bleibt drin, der zahlt regelmäßig seine Miete. Die Kosten werden sich hoffentlich, wenn keine großen Reparaturen anstehen, jetzt auch nicht explosionsartig vermehren. Dann müsste das schon gut gehen. Ja. Also das insofern Tilgung verdienen ist das erste Ziel. Gucken, dass man unvorhergesehene Reparaturen weitestgehend ausschließen kann, weil man einfach die Wohnung und das Haus gut geprüft hat. Und wenn es dann eine tolle Wertentwicklung gibt, da freuen wir uns alle, darauf richten wir uns ja aus, aber wie gesagt, selbst wenn es nicht kommt, dann haben wir uns die Entschuldung verdient, deswegen heißt es ja Rendite, Immobilien, das macht schon viel Sinn. Ja. Das Tolle ist, die Mieteinnahmen sind immer konstant unabhängig vom Marktwert, also wenn die schwanken ein bisschen und der Mieter dann langfristig vorhat zu wohnen, dann wird der Mieter nicht weniger oder mehr. Vorausgesetzt, das Mietniveau ist stabil, jetzt weiß ich das bei den Immobilienkaufpreisen nicht, ob es nicht auch mal eine Marktkorrektur gibt, ja. Das ist durchaus denkbar. Ich kenne jetzt ehrlich gesagt wenig Städte in Deutschland, wo ich zurückgehende Mieten prognostizieren würde. Denn ehrlich gesagt haben wir ja Wohnungsknappheit in Deutschland, darüber reden wir nun jeden Tag, ja, dass es zu wenig Wohnungen gibt und zu viel Nachfrage. Das heißt, die Idee, dass jetzt die Mieten nach unten gehen würden, unter das heutige Niveau, das halte ich für nicht sehr wahrscheinlich.
ob die Mieten jetzt so sprunghaft ansteigen bei der Neuvermietung, wie das jetzt in den letzten Jahren der Fall war, und das würde ich auch skeptisch sehen. Da macht der Gesetzgeber ja auch einen Strich durch die Rechnung mit dem ganzen Instrumentarium Mietpreisbremse und was es so gibt. Das macht uns das Leben ja beim Vermieten nicht gerade einfacher, da wird ja wahnsinnig rein reguliert. Ja. Aber unter das heutige Mietniveau, glaube ich, rutschen kaum Wohnungsmärkte. Ja. Und es gibt ja auch ganz viele, die sagen, ja, ich kaufe mir die Wohnung in der Erwartung, dass ich nicht die 5 Euro Miete von heute, sondern die Neuvermietungsmiete von 8 Euro kriege. Ja. Das halte ich dann schon wieder für gefährlich, denn das weiß ich halt nicht, ob das kommt. Denn wenn der Miete drin ist, dann muss ich halt mit den 5 Euro, die er jetzt vielleicht zahlt, kalkulieren und auch mit dem Wert, was es heute wert ist, kalkulieren. Wenn es morgen mehr wird, freuen wir uns. Deswegen sind auch die ganzen Vorworte jetzt aktuell so attraktiv, oder? Weil man da genau weiß, was man verlangen kann. Ja, das machen wir in der Firma bei Michael Schick Immobilien sehr intensiv, dass wir für größere Investoren diese Forward-Deals verkaufen und vermitteln, also sprich die Neubauprojektentwicklung zum Beispiel, wo halt ein Gebäude neu errichtet wird, wo aber dann übermorgen jemand einzieht, wenn es fertiggestellt ist und das schon heute einer kauft. Für den Bauträger ist es toll, weil er dann jetzt schon den Investor hat. Aber jetzt für uns, die wir uns unterhalten über eine vermietete Eigentumswohnung, da sind wir im Bestand. Und da gilt aber das Gleiche auch. Ich muss halt mit dem kalkulieren, was heute ist. Und es gibt aber bestimmte Märkte, wo die Mietentwicklung noch deutlich positiver ist. Und ich glaube zum Beispiel, dass die Mieten in den Stadtrandgebieten oder auch in den einfacheren Lagen eher noch kommen von unten. Ja, während ich glaube, dass in den Top-Lagen der Großstädte die Mieten sich eher beruhigen. Ja, also ich glaube nicht, dass in den AAA-Lagen, da wo es Best Locations gibt, dass da jetzt noch sehr viel mehr an Mietsteigerungen kommt. Mhm. Ich glaube, da nimmt, wie sagen die Profis, die Preiselastizität so langsam ab. Ja. Also sehr viel mehr werden da die Mieten wahrscheinlich nicht steigen. Wenn es doch kommt, auch gut. Ja, aber ich würde mich eher auf so eine einfache mittlere Lage konzentrieren. Mhm. Und wenn die Marktpreise tatsächlich mal sinken von dem Verkaufswert oder vom Immobilienwert, dann hätte das tatsächlich sogar was Gutes und soll die Renditen steigen, wenn die Mieten konstant bleiben. Absolut, ja, zum Einkaufen. Ja, da muss man sich halt überlegen, bin ich dann in der Lage, wenn es eine Marktkorrektur gibt, dann nicht verkaufen zu müssen, sondern dann natürlich weiter einzusteigen und eine zweite und eine dritte Wohnung zu kaufen. Ja, genau. Jetzt bin ich auch so an einem Punkt angelangt, wo ich sage, ich brauche wieder mehr Eigenkapital für neue Investments, weil ich will, wie wir eben schon im Vorgespräch gesprochen haben, nicht all in gehen. Ja. Und bin da auf der Suche nach verschiedenen Möglichkeiten. Jetzt haben wir schon andere Bekannte aus dem Immobilienmarkt gesagt, ich soll einfach makeln. Weil makeln, top Sache. Sie sind ja auch da. Das ist der schönste Beruf der Welt. Drinnen, ja, haben den Beruf gewählt, ja. Und andere sagen, ja, flipp doch einfach. Also einkaufen, optimieren, verkaufen. Und das Flippen hat natürlich den Nachteil, klar, man ist im Markt abhängig. Wenn es eine Wende gibt, hat man vielleicht gerade ein Objekt in der Drehung und kann nichts mehr draus machen. Und beim Makeln hat man nicht so hohe Erträge. Wie ich das jetzt beurteilen kann, weiß nicht, vielleicht haben Sie noch was anderes zu berichten. Und hat aber dafür nicht so ein hohes Risiko, muss nicht finanzieren und kann auch mal schneller ohne Finanzierung abwickeln und muss auch nicht in finanzielle Vorleistung gehen, abgesehen vom Marketing. Ja. Also was tun? Ja, was würden Sie hier sagen? Das sind zwei grundverschiedene Sachen. Also der Makler ist ja ein Beruf, ein Ausbildungsberuf, um den man sich sehr systematisch kümmern muss, mit einer hohen Art von Qualifikation, also mindestmaßens Immobilienkaufmann, damit man echte Dienstleister für Dritte ist. Mhm. Ja, da geht man mit fremdem Vermögen um. Das ist noch eine ganz andere Art von Tätigkeit. Ja, ich glaube, dass man das nicht verwechseln kann mit der Investorentätigkeit, wo ich mit eigenem Geld arbeite. Und ich glaube auch, dass man das strikt auseinanderhalten muss. Also wenn ich jetzt für Dritte arbeite als Dienstleister, ja, dann bin ich ja für deren Wohl verantwortlich. Ja. Also für den, der mich beauftragt. Für den Verkäufer oder für den Käufer oder auch für beide. Ja, das will ich aber strikt trennen von der Frage des eigenen Investorenlebens. Ja. Ja, okay. Und also heute zu kaufen, um morgen verkaufen zu können, das geht in einer guten Marktphase natürlich definitiv. Da muss man halt aufpassen, dass wir nicht in die Gewerblichkeit rutschen. Ja. Aber so die Idee, ich könnte ja nebenher so ein bisschen makeln, das fällt Ihnen sofort auf die Füße, weil der Verbraucher das nicht mag, der will eine Mindestqualifikation, der will Referenzen, der will Langjährigkeit, der will auch eine grundständige Sachkunde nachgewiesen bekommen, ja, was man vielleicht, wenn man Geschick hat, als Investor nicht unbedingt braucht, da braucht man auch keinen Stempel und kein Zertifikat, das macht man einfach, wenn man im Markt unterwegs ist, weil es hier das eigene Geld ist. Ja. Und wie gesagt, als Dienstleister, wenn man den Maklerberuf ausüben will, anständig, da muss man sich dafür echt mit viel Sachkunde im Markt bewegen. Heißt ja nicht, dass der Investor keine Sachkunde hätte. Ja. Nur das würde ich echt trennen. Das mit dem Handeln finde ich total gut.
dann würde ich mir so eine GmbH organisieren, dann zahlt man das Startkapital ein mit 25.000 Euro, dann sind alle Einkünfte generell gewerblich, ja, was auch okay ist, und dann habe ich nicht das Problem mit den Zählobjekten zum Beispiel. Ja. Also wenn dann Leute, die nah am Immobilienmarkt dran sind, 2, 3, 4, 5, gibt es keine gesicherte Rechtsprechung, Objekte in einem zu engen Zeitraum verkaufen, nicht, dass dann alle Einkünfte gewerblich werden, was man auf jeden Fall vermeiden will. Denn das Ziel ist ja schon, dass man bei der Mehrzahl der privat gehaltenen Objekte, die dann auch Veräußerungsgewinn steuerfrei verkaufen kann, nach 20 Jahren, nach der Haltefrist, nach der Spekofrist verkaufen kann. Und wenn man sich das verwirrt durch so eine Gewerblichkeit, dann hätte man viel falsch gemacht. Deswegen gewerbliches Handeln lieber, wenn Sie das machen wollen, in der GmbH. Bei der GmbH gibt es da die Möglichkeit, bei Darlehens komplett die private Haftung auszuschließen. Geht das, oder? Ja, geht, wenn die GmbH genügend Bonität hat. Man kann es auch so machen, dass man trotzdem in der GmbH arbeitet, aber beispielsweise selbst mit persönlicher Haftung gegenüber der Bank auftritt. Ich habe das ganz häufig gemacht, denn warum soll ich mich verstecken? Ich stehe ja hinter meinem Investment, ich finde es ja gut. Dann sichert man sich sozusagen für die Finanzierung auch seine eigene Bonität, die meistens besser ist als die der völlig jungfräulichen GmbH. Die hat ja für die Bank bisher keine Identität, da stecken 25.000 Euro Stammkapital drin, wenn überhaupt. Ja. Aber sie selbst sind der Bank bekannt, die weiß, was sie machen, die kennen sie schon, die sehen ja auch, was sonst so an Immobilien da ist. Kann man beides machen, also non-recourse, also ohne persönliche Haftung oder mit der persönlichen Haftung. Ich würde immer selbst noch in Erscheinung treten, weil man dann wenigstens eine vernünftige Kondition kriegt. Ja, alles klar. Dann vielen Dank für Ihre Einschätzung. Gerne, viel Erfolg. Ja. Dankeschön. Gibt es noch was Abschließendes, was Sie mit auf den Weg geben möchten? Oder? Ich glaube, der Markt ist mega spannend. Ja. Wie gesagt, mein Herz ist echt in der einfachen mittleren Lage zu Hause. Ich glaube, viele glauben ja, sie müssten da die Wohnung kaufen, wo sie auch privat wohnen. Oder müsste auch die Anlageimmobilie zu den privaten Wohnverhältnissen gehorchen. Mhm. Das ist, glaube ich, der Hauptirrtum, den viele machen. Gerade so bei der ersten oder zweiten Immobilie. Da ist ja immer das Bild von dem Fisch und dem Wurm und dem Angler und der Angel. Ja? Also es muss ja nicht mir als Investor, als Vermieter gefallen, sondern es muss eine Wohnung sein, die langfristig vermietbar ist und wo es langfristig Mieter gibt. Und vielleicht ist es gar nicht da, wo ich persönlich wohne, sondern da, wo es einfach eine Wohnungsnachfrage gibt und ein Mieter dankbar ist, dass er dafür eine Wohnung findet, zu einem akzeptablen Preis. Und dann, glaube ich, gibt es echte Chancen, kann sich jeder in seiner eigenen Stadt mal umtun oder zu einem qualifizierten Makler gehen, immer ein guter Tipp, und da dann die passende Immobilie finden, sich dann beratschlagen lassen. Und ehrlich gesagt, in den einfachen mittleren Lagen ist es bezahlbarer als in diesen sehr teuren A-Lagen, denn die sind halt schon ziemlich durch die Decke. Okay. Ich habe da auch schon einen relativ witzigen Spruch gehört zu dem Thema: umso dunkler das Loch, desto besser die Rendite. Ja, ob man das vertritt, ist die Frage, ja, aber es sagt ja so viel aus, schon, wie Sie gerade gesagt haben, man muss nicht immer da kaufen, wo man selber wohnen will, aber prinzipiell gibt es da auch gute. Klar, die Profis nennen das dann Value Add oder opportunistisch, also im Sinne von chancenreich, Opportunity, ja, wo die Chance, die Gelegenheit ist. Das ehrlich gesagt finde ich schon gut, und selbst wenn die Wohnung heute einfach ist, weil da zum Beispiel ein ganz langjähriger Mieter drin ist, der das Badezimmer von vor 45 Jahren hat, ja. Klar ist das heute nicht gut, aber das können wir ja einpreisen. Also dann wissen wir, wenn der möglicherweise mal rausgeht, was muss ich dann in so eine Wohnung investieren, um neues Bad, neue Küche, neue Elektrik reinzumachen. Das kann ich einpreisen, dann weiß ich auch, was ich nach umfangreicher Modernisierung an besserer Miete erhalten kann. Das kann ein gutes Investment sein. Wenn es schon so eine top gemachte Wohnung ist, möglicherweise leer und bezugsfrei, dann streite ich mich ja als Anleger auch mit dem Selbstnutzer, der die Wohnung kaufen will, damit er selbst einzieht. Ja, damit ist die Wohnung automatisch 20% teurer. Ja, ich finde es da viel schlauer, wenn man sich um so eine Wohnung, die ein bisschen betagt ist, kümmert, wo ein langjähriger Mieter drin ist. Den lassen wir auch in Ruhe, bitte. Ja, also der wird nicht angefasst, der wohnt da, solange er wohnt. Ja, und wenn er irgendwann mal auszieht, dann macht man sie schön. Und dann ist es auch total sinnvoll. Und zum Einkaufen ist das super sinnvoll, wenn man sich einen günstigen Quadratmeterpreis gesichert hat. Was kalkulieren Sie da ein bei so einer Kernsanierung von einer 3-Zimmer-Wohnung, ist komplett mit allen Gewerken? Ach, das ist wirklich total unterschiedlich. Hängt wirklich vom Zustand ab, hängt auch von der eigenen Stadt ab, wo man ist. Also jetzt in den Städten, wo es gar keine Handwerker zurzeit gibt, wegen dem Bauboom ist es auch schwierig. Aber also mit 500, 600 Euro pro Quadratmeter hat man, glaube ich, alles erledigt, was man machen kann. Muss man ein bisschen geschickt sein, gucken, wie man das machen lässt, sodass es professionell ist. Aber auch da lieber nicht zu viel. Also vergoldete Wasserhähne lohnen sich nie. Ja. Das gibt halt irgendwie keine Rendite, sondern das muss in einem guten
vertretbaren Verhältnis bleiben. Ich glaube, ein guter mittlerer Zustand, auch nach der Sanierung, das ist das, was man braucht. Ja, wir haben auch teilweise, wenn Sie es gerade ansprechen, mit dem vergoldenen Wasserhahn, wir haben teilweise möblierte Wohnungen vermietet. Ah, gut. Ja. Und da haben wir dann im Black Friday Sale 55 Zoll Samsung-Fernseher reingestellt, so riesengroß. Ja. War echt recht billig. Und dann schauen die Mieter sich das an und schauen sich 10 Wohnungen an und unsere halt sieben größten Fernseher, ziehen die direkt ein. Super. Ja, hoffentlich bleiben sie dann aber auch so. Hoffentlich bleiben sie drin, ja. Also drin und der Fernseher heil, wenn sie ausziehen. Und nimm dich mit. Ja. Weil das sind auch die Ersten, die gehen, wenn eine Krise kommt. Ja. Ja, muss man auch lösen. Alles klar, dann vielen Dank für die tollen Mehrwerte. Danke. Und Ihnen weiterhin viel Erfolg. Danke Ihnen auch. Dankeschön fürs Anschauen. Euch auch viel Erfolg. Wenn ihr Fragen habt, einfach unter das Video kommentieren und die werden dann selbstverständlich beantwortet.